Herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Ocarina of Time. Wir sind hier wieder frisch im Wassertempel. Und gehen hier einfach mal fix durch diese Tür hier. Scheiße, hätte ich nicht tun sollen. Was hätte ich jetzt nicht tun dürfen? Und wir gehen jetzt mal gleich durch... Na, diese Tür. So. Wir haben den Schlüssel, wir benutzen den Schlüssel. Denn deswegen haben wir einen Schlüssel. Ah. Was war das? Was war das? Stirb! Stirb! Du Arschkreatur! Pam! Wow. Skillshot! Alter. Danke. Danke. Sehe irgendwas? Nö. Okay. Oh. Jetzt sind wir hier. Hier will ich ja gar nicht hin. So. Aber es ist gut zu wissen. Danke, Dude. Hier ist nix. Hier haben wir noch was. So. Oh, drehen. Au. Ah, mein Kopf, mein Kopf, mein Kopf. Ah, ah, ah. Ah. Okay. Na gut. Probieren wir es. Heps. Wir wählen dich, letzter Pinöppel. Tja. Ah. So. Wow. Kranker Shit, ey. Wirklich. Kranker Scheiß. So. Was kriegen wir? Was kriegen wir? Bitte die Karte und den Kompass. Und zu beiden wäre genial. Okay. Gut. Die Karte wäre besser. Als der blöde Kompass. Okay. Na gut. Haben wir wenigstens etwas. Au. Alter! Kann ich das Auge hier austricksen? Hab ich dir erlaubt, mir in den Rücken zu springen? Kackding. Kann ich das Auge eventuell austricksen? Nein. Ich möchte nur das Auge austricksen. Ja, gute. Ja, Idee. Moment. So. Hopp. Ui, nach unten, nach unten, nach unten. Ich habe großartige Idee. Warum rede ich so komisch? Ich weiß es nicht. So. Wir haben jetzt das Wasser auf Stufe 2. Hier gab es ja auch nochmal einen Raum. Hier riecht es gerade seltsam, als würde hier es seltsam riechen. Ja.
Da-da-ba-da-ba-da. Wir schwimmen hier nach oben. Dort wird es ganz toll. Toben? Was riecht hier so komisch? Nach Parfüm riecht's hier aber. Warum? So, wir haben auf jeden Fall einen Schlüssel. Und dann muss ich auf jeden Fall mal gucken, was hier so komisch riechen tut. Nicht, dass sich wieder irgendwelche komischen Leute in unserem Haus umziehen. Das wäre... Als wäre das schon mal passiert, ja. So. Und dann düsen wir wieder nach oben, denn dort wird man uns loben. Rallala, rilili, frilili, frilili, rallala. Na komm schon. Da müssen wir hin. So. Hopp. Yay. Und hoch hier. Hops. Und dann machen wir das ganze Spiel hier nochmal. So. Okay. Pam! Alter! Das braucht so lange, bis wir hier oben sind. Es braucht einfach zu lange. Jetzt machen wir hier wieder das Wasser ganz weg. Und... müssen dann das Wasser wieder komplett... wir machen jetzt das Wasser wieder voll. Müssen es dann aber wieder komplett leer machen, um dann dort unten in den Gang reinzukommen. Das habe ich versäumt. So. Du siehst mich nicht. So. Schnell hier rein, schnell hier rein. Hier kommt der Kackraum des Jahrhunderts. Ah, dieser hier. Stirb. Stirb. Das ist der Kackraum des Jahrhunderts. Ja. Das hier. Das war Fehler. Ah, ja. So. Und zwar. Ja. Hopp. Alla. So. So. Na komm. Heppala. Hier hin. Ah. Hier hin. Hier hin. Jawohl. Nein! Ich hab schon gedacht, hey, geil, auf Anhieb geschafft. Dann, nein, doch nicht. Das Ganze war nutzlos. Tja, hilft nichts. Ganz nach unten, Wasser ausmachen. Ach.
will ich denn jetzt hier? Gar nichts will ich hier. Komm. Boah, geht's ein bisschen schneller, Link. Ah, mir nicht den ganzen Tag Zeit. Ja. Ich freue mich schon auf die anderen Dungeons. Von einem weiß ich so ziemlich alles, von dem anderen so überhaupt nichts mehr. Es gibt dann noch so ein kleines Zwischending, aber von dem weiß ich auch nicht mehr sehr viel. So. Wo die olle Prinzessin ist, weiß ich gerade auch nicht. Wo es hier rausgeht, auch nicht. Das wollte ich gar nicht. Bam, 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 bam. Nein. Ich wollte ja nur eine schöne Melodie. Bam, 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 bam. Schwuppdiwupp, das Wasser ist futsch. Wir gehen erstmal durch diese Tür hier, weil ich mich nicht entsinnen kann, ob wir hier schon mal reingegangen sind. Nein, sind wir nicht! Scheiß! Hier! Alter! Hammer! Stirb! 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 Easy peasy! Ja, die Karte! Scheiß Karte! Okay. Yeah! Wir haben die Karte, Joe! Ba-ba-da-ba! Ah ja, die Labyrinth-Karte. Jetzt noch langsam kennen wir den Text. Plopp. Heya! So. Jetzt können wir uns hier auch mal den Dungeon angucken. Mhm. Mhm. Gut, eigentlich so viel ist es gar nicht mehr. Ich bin mir auch gar nicht sicher, woran ich gescheitert bin damals als kleines Kind, als ich hier den Tempel gespielt habe. Ich meine, ich glaube, im 3DS bin ich auch auf Anhieb durchgekommen. Hm. Hm. So was, wenn passiert, ist trotzdem ärgerlich. Freut ihr euch schon auf den neuen Zelda-Teil? Oder freut ihr euch schon auf den WoW-Film? Der neue, also der WoW-Film wird wirklich gut, glaube ich. Obwohl er schon recht billig aussieht. Oder eigentlich nicht, aber irgendwie auch schon. Ich weiß nicht, ich habe bloß den Teaser gesehen. Heute kommt der Trailer online. Will ich sehen! Nein. Wir stellen uns hier hin. So. So. Nein, 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 wir landen in den Stachkrellen. Ja. Ehek. 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 Ja. Ehek. Okay. Wir begeben uns in neues Territorium. Wo sind wir hier? Es sieht so aus, als wären da oben Gegner. Es sieht so aus, als würden die Gegner jetzt runterfallen. So. So, machen wir dich tot. Ja, irgendwie habt ihr es nicht so drauf. Ihr Scheiße.
Also ihr Unterwasserkreaturen seid nicht die hellsten. So viel kann ich schon mal sagen. Ihr lässt euch alle von einem Enterhaken töten. Verwandelt euch in Stein oder sonst irgendetwas, was nicht sehr nützlich ist. Aber es ist auch gut so. Der Dungeon hat bis auf einen Gegner, sage ich mal, keinen schwierigen. Ja, und dieser Gegner ist ein Arsch. Und zu dem kommen wir jetzt. Na, wahrscheinlich nicht mehr in dieser Folge. Nein, wahrscheinlich nicht. Ja, so. So. Dann nach oben. Plop, 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 plop. Jetzt müssen wir wieder ganz nach oben. Mist. Und jetzt gehen wir wieder in den Raum rein mit diesen Enterhaken. Moment. So. Let's try etwas. Yeah. Es hat funktioniert. Genau das wollte ich versuchen. Genau das. Oh. So. Oh, mehr sage ich dazu nicht. Nee, hier will ich nicht hin. Nö, hier will ich auch nicht hin. Aber da weiß ich... Oh, ich kann euch jetzt schon sagen, wie der Dungeon funktioniert. Wir gehen jetzt da oben rein. Besiegen dort drin den schwierigsten Gegner. Gehen dann hier nach unten. Gehen dort rein. Holen uns wahrscheinlich den Dungeon-Schlüssel. Jetzt habe ich etwas vergessen, aber vielleicht schaffe ich es. Na komm. Nein, ihr. Das, wenn hier runterkommt. Wow! Arschkreatur. Pow! Headshot! La. Das ist die Fahrstuhlmusik hier in Zelda, die offizielle. Ja, ja, die Tür geht hinter zu, bla bla, Link. So. Bam, bum, bam. Bam, bum, bam. Bum, bum, bum. Bam! Ja. Und hep. Alter! Wie ich ihn nicht treffe. Wie ich ihn einfach nicht treffe. Hast du es gewagt, mich zu schlagen? Kreatur? Alter, wir krepieren hier nur an diesem einen Gegner. Seht ihr das? Ach komm. Ach, jetzt geht das wieder von vorne los. Aber ich habe jetzt gar nicht mehr gedacht. Oh, plopp. So. Hopp. Hopp. Alter. Hopp. Und das hat nicht funktioniert. Oh, hopp.
Oh nein! Das ist so weit weg! Okay, jetzt kommen wir wieder in seinen tollen Raum. So. Also dieser Raum ist wirklich ein bisschen behindert. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Der Raum ist eigentlich relativ easy. Wir töten erstmal hier alle Gegner. Und beenden dann hier drin die Folge. Hey. So. Und ich sage, ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich sagte tschüss. Ciao.